Heute gibt es die 13. Folge meiner Serie zu dem Spiel The Last of Us Part 2. In der letzten Woche gab es reichlich Action, Ellie wurde im Krankenhaus fündig. Hat sie jetzt die Informationen, die sie wollte? Ich wünsche euch viel Spaß und schreibt gerne eure Meinung zu dem Spiel, aber auch zu dem Format in die Kommentare. Aber was auch geschehen wird, Otto find ich gut. Ich bin's. Ellie. Bist du okay? Scheiße. Ist das dein Blut? Sie versteckt sich in diesem Aquarium. Okay. Na komm. Wir machen dich sauber. Arme hoch. Sie hat geredet. Hey. Schon okay. Die meisten sind schon weg.
der Gruppe ich mich anschließe. Ich gehörte zu denen, die dem Schmuggler auf der Spur waren. Und dem Mädchen. Die meinten, selbst wenn wir sie finden oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Ali! Komm her. Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen. Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir, was hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Egal, was es ist. Sag schon. Ciao. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet. Ich hielt sie auf. Oh mein Gott. Pass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig. Dina? Jesse? Je mehr, desto Messer. Hey, sieh mal Joe. Dein Lieblingsstreifen. Dina? Jesse?
sind die zwei? Sie hatte eine harte Nacht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Du hättest mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Ja. Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und ist es okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir ihr, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Hi. Hey, Babe. Du musst die Tür von uns verriegeln. Okay. Los geht's. Laut deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also hier lang. Ja. Mann. Wie soll man in der Stadt trocken bleiben? Okay, hoch mit dir. Okay. Danke. Was hast du Dina erzählt? Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich erzählt, dass du es wusstest. Zu das. Meinte ich nicht. Ist das Aquarium eine Burgbasis? Das glaube ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Wie jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich?
Nö. Ich muss da was wissen. Wenn wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause? Ja. Ist dein Vater Arschlöcher am Leben? Jeder sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freundin nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja, stimmt wohl. Geht es ihr schon lange so schlecht? Nur ein paar Tage. Als wir hergekommen sind, hat sie eine Horde Wolves kalt gemacht. Du wärst beeindruckt gewesen. Oh ja, mit ihr sollte man sich nicht anlegen. Hier durch. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt, dass sie schwanger ist? Hör zu. Sie sagt es dir sicher, wenn... Für heute geplant. Alle Einheiten werden dabei sein. Wer hat dir das gesagt? Der Chef selbst. Sich in dieses Gebiet warten auf... Ashley? Scheiße! Lee! Wir werden angegriffen! Da, das Kapuzinen, John! Hey! Eindringlinge! Fluch doch mal! Scheiß Wurfs, Mann. Echt schießwütig. Wir führen Krieg mit dem verdammten Kult. Sie drüber reden hören. Seraphinden oder so? Seraphiten? Ich habe gehört, man nennt sie Scars. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt. Was wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dine. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Was für ein Chaos. Das Aquarium. Es ist gleich neben dem Riesenrad. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Müssen wir wohl schwimmen. Ellie zieht mit Jesse weiter, während Dina im Theater zurückbleibt. Finden sie Abby oder Tommy? Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr seid nächsten Sonntag um 11 Uhr wieder mit dabei. Bis dahin, euer Otto Normalo.